Die Legende lebt, könnte man sagen, denn fast 3,1 Millionen Mal wurde diese Legende hergestellt. Ganz so viele Besucher waren es beim 27. Trashfest in Leutschitz nicht. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob man mit einer Legende, in diesem Fall dem Trabant, so umgehen sollte. Ist natürlich für unser kleines Dorf ein unwahrscheinlicher Höhepunkt, im Rahmen unseres 27. Dreschfestes ein Jubiläum zu feiern, nämlich 25 Jahre Trabi-Rallye. Da sind wir stolz darauf, dass, wie gesagt, unsere Altvorderen das begonnen haben und die jetzt schon jüngere Generation, ich zähle ja zur älteren Generation, das wunderbar fortsetzt. Das ist für uns ein richtig schönes Highlight. Und wir sind stolz, dass wir dieses Jubiläum feiern können und auch schon für die nächsten Jahre weiterplanen. Knapp 50 Teilnehmer waren gemeldet und hatten ihre Fahrzeuge entsprechend vorbereitet. Dem ist zu entnehmen, dass es ausreichend Rennsportbegeisterte gibt. Im Dreschfestverein war das nicht immer ganz so. Sicher, in jedem Verein gibt es Probleme. Es gibt Wachablösung, Generationsprobleme. Und es gab schon Zeiten in unserem Dreschfestverein, da haben wir noch im Mai oder im Juni überlegt, machen wir es, führen wir es weiter. Wir haben es immer wieder geschafft, dieses Dreschfest hier auf die Beine zu stellen. Das Fest ging in diesem Jahr vom 31. August bis zum 2. September und beinhaltete ein umfangreiches Rahmenprogramm. Wir sind ein relativ kleines Dorf mit etwa 90 Einwohnern. Unser Verein etwa 25 Mitglieder stark. Wir waren schon mal 60 und 70 Leute. Ja, das Interesse, was weiß ich, das lässt sich jetzt schwer ergründen. Wir bestehen jetzt, sage ich mal, zur Hälfte aus Auswärtigen. Aber die sind uns alle herzlich willkommen, Leutschitz, weil sie uns helfen, diese schöne Tradition fortzusetzen. Die Tradition ist da natürlich der Trabant. Ab 1957 feierte der Trabant zahlreiche Rennsporterfolge und das sogar international. Aus den Motoren wurden durch die Werkssportabteilungen 46 und mehr PS herausgeholt. Beim Dreschfest geht es aber mehr ums Durchhalten. Monate vorher, Wochen vorher wird hier geschraubt. Und wie gesagt, neue Ersatzteile, denn die sehen ja dann nach diesem Rennen aus wie Wracks. Zumindest die meisten. Aber es ist Wahnsinn, was die jungen Kerle alles investieren, um ins nächste Jahr wieder mit zu starten. Im Übrigen haben wir in den letzten Jahren eine Durchschnittsbeteiligung von immer bei jeder Veranstaltung 50 Trabanten. Die Teilnehmer kamen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Leutz-Schützer-Verein war mit 5 Teilnehmern am Start. Ich bin jetzt nicht der motorsportliche Kenner, da haben wir spezielle Leute, die was vom Kfz-Handwerk verstehen. Es ist so, es gibt natürlich da gewisse Regularien, die werden eingehalten. Es muss möglichst original Trabant sein, ja? Dass da ein bisschen geschraubt und gebastelt wird. Und vielleicht da dieses und jene PS noch zusätzlich rauszukitteln, das steht natürlich ein bisschen auf anderem Blatt. Aber wer will das schon von außen beurteilen, was da drinnen passiert ist? Karosserie ist bei diesem Rennen optional. Doch wenn der Motor ausfällt, ist Mann oder auch Frau raus. Man muss schon ein bisschen Mut haben. Also ich selbst habe noch Respekt davor, aber es ist richtig geil, dann, wenn man drin sitzt. Ja. Gegenüber von, sag ich mal, 10 oder 9 anderen Kerlen als einziges Weib in der Mitte zu stehen und loszufahren. Ja, also ich gebe alles. Ich lasse mir auch nicht alles gefallen von denen und naja, campeln, crashen, das und dann lege ich halt los, dann mache ich das Gleiche. Ganz offensichtlich zählte der olympische Gedanke und es wurde auch eine Benefizaktion für Ben Luca durchgeführt. Die Verlosung eines Rundfluges brachte über 300 Euro, um für Ben Luca eine Delfintherapie mitzufinanzieren. Morgen beginnt schon die Organisation des nächsten Dreschfestes. Das im Übrigen, da haben wir uns auch schon verständigt, im nächsten Jahr stattfindet vom 31. August bis 2. September. 2018 steht jetzt schon fest. Also ran an die Trabis und beim Leutschützerverein melden, solange es noch Ersatzteile gibt, denn der Trabant erfreut sich laut Zulassungszahlen steigender Beliebtheit.